die Übung G1. Das wäre sie. Wenn ihr das spielt, versucht es erstmal ziemlich langsam zu machen. Da braucht ihr überhaupt keine Hektik anzusetzen. Wenn es dann langsam gut geht, sagen wir mal so wie gerade eben oder vorzugsweise noch langsamer, dann werdet ihr langsam schneller. Dann habt ihr irgendwann das Maximum erreicht, wenn ihr nicht mehr stolpert und keine Kratztöne habt. Wenn ihr merkt, ihr kommt in Stolpern oder ihr bekommt Kratztöne, die Geschwindigkeit nur ein bisschen wieder runterfahren, bis ihr wieder ohne Kratztöne und ohne Stolpern spielen könnt. Das wäre die erste Variante, so zu spielen, wie es da steht. Gut. Jetzt packt ihr noch eine Schwierigkeit obendrauf. Ihr spielt denselben Weg zurück. Das ist jetzt so. Ihr macht, wenn ihr hoch spielt, Blasen ziehen, Blasen ziehen, Blasen ziehen. Wenn ihr nur so üben würdet, würde der Kopf immer denken, naja, der erste Ton ist immer Blaston und der zweite wäre Zieton. Das wäre natürlich fatal. Darum ist dieses Zurückspielen auch ganz interessant. Ihr spielt mit ziehen, Blasen ziehen, Blasen ziehen, Blasen zurück. Und der Kopf merkt auch, ihr müsst nicht immer beim vier Blasen anfangen. Das ist interessant, wenn man die Übung mal hunderte von Male gespielt hat, wird der Kopf die Muster, die man ansetzt, abspeichern. Und genau das ist die Gefahr dabei. Wenn ich immer nur so spiele, wie es da steht, dann habe ich ein Muster abgespeichert und nehme es als unabdingbar an. Und das kann es nicht sein. Ich muss denselben Weg also auch zurückbeschreiten können. Auch hier beim Rauf- und Zurückspielen Geschwindigkeit langsam anziehen, bis ich irgendwann wieder Kratztöne habe und ins Stolpern komme. Und dann Geschwindigkeit wieder ein bisschen runterfahren, bis das Stolpern und die Kratztöne weg sind. Dann habe ich an diesem Übetag meine Maximalgeschwindigkeit erreicht. Dann geht es darum, dass man nochmal einen draufsetzt an Schwierigkeit, und zwar das Finale. Finale bedeutet in dem Fall, ich habe jetzt in der Übung einen gewissen Tonverrat. Nee, jetzt werfe ich den mal durcheinander. Und ich löse dann schlussendlich auf entweder vier Blasen oder vier Ziehen. Das mache ich jetzt mal. Ich habe jetzt in dem Fall sechs Töne. Ich habe auf vier Ziehen aufgelöst. Vier Ziehen auflösen ist jetzt hier sehr harmonisch, kann man aber auch auf vier Blasen machen. Das kann man sich komplett aussuchen, das ist nicht das Thema. Was interessant ist, man kann da jetzt einige Töne mal ein bisschen länger halten, andere dafür ein bisschen schneller spielen. Und das ist interessant, weil da kommt irgendeine Melodie dann raus, die macht richtig Spaß. Dann habt ihr die Übung aber auch wirklich gut im Griff. Vor allem die Treffergenauigkeit von den Tönen untereinander ist jetzt gesichert. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Ihr macht eine Handling-Übung. Ihr macht eine Hörübung, also ein wirklich aktives Hörtraining. Wie interagieren die Tonstrukturen harmonisch zueinander? Das klingt alles total hochtrabend. Vollkommen wurscht. Es geht einfach darum, dass ihr im Spiel intuitiv Hörtraining macht und Handling-Übung. Und wenn ihr so die Übungen übt, alle, dann kommt ihr perfekt voran.